Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon, der Shiny Renegade Platinum Edition, wo wir heute wohl das spannendste Matchup haben, und zwar gegen, glaube ich, später Mars und Jupiter. Und die haben jeweils 6 Pokémon, was ich mitbekommen habe. Ja, jetzt ist die Frage, mit was Lien war, wie machen wir was. Ich glaube, wir lassen das direkt so, weil ich möchte gerne mit Knackrack beerdigen gehen. Also, sollte das eigentlich klappen. Hoffe ich. Wenn nicht, haben wir Pech. Wenn doch, easy. Easy life. Also, wie machen wir das jetzt? Ich glaube, wir machen das mal hier Aurasphäre, falls ich nichts, also falls ich das nicht töte mit Earthquake. So. Levitate. Das ist mir klar. Persian ist One-Shot. Okay. Toxic Croak sowieso. Sehr effektiv. Und ist ein fucking Knackrack. Fatalis zeigt es wieder mal. Golbat ist. Okay. Nur ein kleines Problem wegen Confuse Ray. Ich habe hier allerdings mal Hypno, was ich auseinander nehmen kann. Und Golbat bekommt mal eine Dragon Claw. Easy. So muss der Hase. Ein Brave Bird. Auf mein Kit. Dir geht's zu gut. So, und jetzt drücke ich hier auf Venomoth, also Shadow Ball auf Venomoth und Dragon Claw auf Beautifly. Sollten beide killen, hoffentlich. Yes, Beautifly ist tot. Das war abzusehen. Hat einfach eine hauchdünne Death. Outrage. Nee. Nicht in einer Naslock. So, und jetzt Shadow Ball reißt es aus dem Leben und das war's. Aber komplett. So, das waren schon nur die Vorstände. Ey, das waren schon nur lächerliche Rüpel. So. Da kommen die Vorstände und die sind jetzt noch, glaube ich, einen Ticken stärker. Und ich weiß, dass einer von beiden Crobat hat, das heißt, ich werde wieder mit Fatalis und Sandwon leaden. Mal gucken, was sie dagegen tun wollen. What? Barry? Ah ja, da war was. Da kommt ihr ja auch noch. Aber nee. Ah, das einzige Gute ist, der hat hier auch 6 Pokémon mit mir. Sehr gut. Und nicht nur 3. Sonst würde es ein bisschen kritisch werden. Gleich hier Rechte für alle, aber ich glaube, er ist nicht auf meinem Level. Kann das sein? Level 58 erst. Oh Mann. Das gibt Tote. Ich Will-O-Wisp. Ich habe Angst vor Brave Bird. Oh Mann. Ja, klar, ich misse. Geil. Geil. Und jetzt muss ich Will-O-Wisp auf Electrowire klicken, weil sonst Electrowire zu stark wird. Ja, seht ihr? Schon nur das macht viel zu viel Schaden. Oh Gott. Und jetzt klicke ich nochmal auf Will-O-Wisp auf Crobat und er will sich schon wieder boosten. Was ein Critical Hit, du willst mich verarschen. Ja, knall das Ding aus dem Leben.
Aber das Ding überlebt sowieso nicht. Das heißt, jetzt ist meine Chance da, einfach Fatales reinzusetzen, Schwerttanz zu klicken. Ja, jetzt setzt er natürlich das ein. Das ist sowas von dumm. Und Cross-Shop noch auf Knackrack. Das war sowas von klar. Ja, jetzt kommt sicher... Oh, nee. Arcani. Nice. Nein, 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 nein. Sword Dance. Ich brauche den Boost. Ja, und das Ding treffe ich in 100 Jahren nie wieder. Hat das Ding gerade Playbro eingesetzt? Und es ist schneller als ich. Bring das Ding um. Egal wie. Wir müssen zuerst eine Seite komplett wegballern. Erst eine Seite komplett wegballern. Oh Gott. Ich kann, glaube ich, bei dem nicht mal Erdbeben klicken, ne? Ich möchte es jetzt eigentlich auch nicht versuchen. Ich muss es versuchen mit Dragon Claw. Ja, mach ruhig. Juckt mich nicht mehr, was du da machst. Irgendein Mal gehe ich sowieso durch dich durch. Flare Blitz, dankeschön. Dankeschön. Auch wenn du Heatproof hast, ne, das ist mir auch egal. Hauptsache, du bist weg. Ich habe jetzt schon mal angedamaged. Janma. Das ist mir egal. Ich werde jetzt hier auf Dragon Claw gehen. Er wird nicht decken, sonst wäre es jetzt durchgekommen. So. Jetzt werden wir zuerst mal eine Seite komplett clearen. Oh, er hat getroffen mit Flare Blitz. Das tut weh. Autsch, Bruder. Ja, warum nicht? Nee, nee, nicht Earthquake bei sowas. Ich würde sagen, Dragon Claw wieder auf ihn. Oh, Crobat, du hast dich fast selbst auseinandergepflügt. Und sobald ich mein Lucario einsetze, hast du eigentlich gar keine Sonne mehr. Und musst eigentlich auf Brave Bird gehen. Und hast keinen Sludge Bomb mehr, ne? Also, schon mal ganz geil. Und jetzt ist es so, dass wir gewonnen haben, weil Crobat alleine killt nichts mehr. Was will es mit... jetzt hätte ich easy auf Schwerttanz klicken können. Jetzt gehe ich einfach auf plus 6. Was will es tun? Und eine Hydropumpe trifft. So ein Disrespect. Er hat so viele Male Doppelteam eingesetzt. Autsch. Was für ein Disrespect. Ja, der Kampf ist gelaufen. So. Und ich Damage deale jetzt. Dragon Claw. Wenn du das tankst, plus 4. Dann weiß ich auch nicht. Ohne Scheiß. Fatales, ohne dich hätte ich den Kampf hier nicht gewonnen. Nie im Leben. Spinnst du? Ich habe hier... Dann müsste ich seine Spezialfähigkeit tanken. Und sorry, das ist es mir nicht wert. Und Erdbeben betrifft es nicht. Deswegen sorry. Und Empoleon, tut mir leid, dass ich dich jetzt so wegballern muss, aber... Das war Pflicht. Das musste sein. Alles andere hätte ich mir nie verziehen. Tangro. Was juckt mich das? So, weg. Ich dachte, jetzt sind wir irgendwie im Arsch, aber nein. Alles easy. Wir zerlegen die komplett. Wir zerlegen ihn komplett.
Schon wieder ein Bronzong. Oh, das wäre wahrscheinlich ein Doppelbronzong geworden, ne? Jetzt wieder auf Dragonclaw. Heracross tankt sowieso, ne? Close Combat trifft immer eigentlich. Man hat zwar einen Drop, aber ist egal. Weil ich bin ja da. Ich carry auch so einen Scheiß. Dann haben wir jetzt hier einfach Iron Head, was man drücken kann. Ich bin trotzdem vierfach geboostet. Um noch ein bisschen AP zu sparen. Ich muss sowieso gleich zurück. Und ja, easy. Ja, das war's für heute, meine Freunde. Ist vielleicht ein bisschen kürzerer Kampf, aber ich möchte spannend halten. Ich möchte, dass jeder diese Kämpfe... Und wir werden geheilt. Ich muss nicht zurück. Wie geil ist das denn bitte? Guter Moment. Danke, Barry. Oder Nagato in meinem Fall. Ciao, ciao. Ey, Alter. Nicht weitermachen. Cyrus? Ich warne dich, Cyrus. Ich bin nicht ready für so einen Scheiß. Aber zuerst mal kommt die Animation. Jetzt wird er in die Zerrwelt kommen. So, Dialga Mystical Pokémon. Palkia. Aha. Wehe. Der Hackersteller hat was geändert. Ich will jetzt noch nicht gegen Dialga und Palkia kämpfen. Ich will zuerst noch ein bisschen leveln. Whatever. Denn ich bin nicht bereit für diese Scheiße. Mindestens alle so 65. Erst dann bin ich zufrieden. Das hier ging noch gerade. Das ist legitim. Kann man sich gönnen. Aber das... Sonst... Nein. Und ich habe nur einen Meisterball. Und wenn die ihm gehören, geht das ja sowieso nicht mit dem Fangen. Nee, bitte nicht. Ich will nicht kotzen. Ah gut, jetzt kommen Celebi. Celebi. Selfie, Vesprit und Tobutz. Leider seht ihr die Animationen nicht. Die sind im unteren Bildschirm. Sehen richtig schnieke aus. Moment, was seht ihr eigentlich so? Ja, ihr seht nur... Ihr seht nicht mal das untere Bild mit Cyrus. Denn jetzt stehen unten Palkia und Dialga. Das ist ein bisschen dumm gemacht von so wie ich es gemacht habe. Leider. Ich drücke jetzt so schnell wie möglich durch. Denn das ist ein bisschen just a little bit langweilig für euch. Oh, 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 oh. Oh, stop, 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 stop. Wir sehen uns gleich wieder. Ich muss dazu erstmal was zusammenschneiden, ne? Ich muss da mal Pause klicken. Freunde, da sind wir wieder. Jetzt seht ihr mal das, was ich auch gesehen habe. Jetzt habt ihr beide Versionen mal gehabt. Ich habe keinen Bock jetzt irgendwie noch mein Layout umzuändern. Nur damit ihr beides sehen könnt. Außerdem ist es für euch vorhin obere eh nicht relevant, weil man sie einfach nur sieht, wie sie rumkreisen. Und jetzt kommt halt der wichtige Teil, ne? Also... Definitiv. Jetzt wird's lustig. Jetzt wird's lustig. Denn jetzt kommt Giratina aus dem Boden. Und da habe ich vorhin einfach abgebrochen und gesagt, ich komme gleich wieder, weil
Ja, Giratina muss kommen. Giratina ist, ja, das muss ich euch zeigen. Guckt euch die Augen an, ne? Interesting. Ah ja. Ja, nimm ihn mit. Kannst ihn behalten. Und? Boom. Ich liebe es. Hat er mich auch gleich mitgenommen, der Arsch? Nein. What the fuck? Das ist ja ultra scheiße gemacht. War das wirklich damals so, dass da einfach ein Viereck rausgeploppt ist? Dieser Kreis in der Mitte, okay, der wäre cool gewesen, aber. Moment. Moment, Moment, jetzt seht ihr wenigstens bei einem der drei Sachen das noch. Moment, Layout. Top First, so. Jetzt seid ihr wieder mit am Start. Sorry, was ist das? Was ist das, meine Freunde? Wollen die mich verarschen? Übrigens, ich musste gerade den Kampf nochmal machen gegen Jupiter und Mars. Nein, ich habe nichts verloren, aber ich habe es jetzt einfach auf Hardcore-Methode gemacht. Aber trotzdem, muss das so sein? Dieses Pixelgehaufe da in dem Loch. Weil sie haben das Loch so schön gerendert. Und dann kommt so ein Scheiß. Ja, und jetzt fragst du uns noch, ob wir dort runtergehen. Als ob, Nein, ich bin nicht ready. Danke. Ja, gut. Das war's mit dieser Folge. Ich werde mich auf Level 65 begeben. Und dann werden wir da mal reinspringen. Mal schauen, ob wir da was klären können. Wenn nicht, Pech gehabt. Und sonst geht's dann weiter, ne? Aber dann geht's zum 8. Arena-Leiter und dann zur Liga. Ja, seid ihr bereit im nächsten Part für das Finale der Galactic Story? Ich auf jeden Fall. Seid dabei. Tödelü.